Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute ist mal wieder das altbetagte NES dran. Und zwar, das muss ich kurz ablehnen, haben sich gleich zwei Personen dieses Spiel gewünscht. Einmal der Leozino und einmal Tims Eisenbahn-Adventure. An dieser Stelle viele Grüße an euch beiden. Und zwar haben die sich Knight Rider für das NES gewünscht. Ja! Knight Rider ist natürlich die große 80er-Jahre-Serie mit David Hasselhoff. Habe ich damals super gerne geguckt, war immer sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und natürlich musste es natürlich irgendwie verwurstet werden. Ich habe jetzt mal grob gesehen, so die Wertungen, die im Internet rumschwirren, die sehen jetzt alle so nicht ganz so positiv aus, sagen wir es mal so. Ich habe das Spiel aber noch nie gespielt, also würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein. Vorweg, wenn ihr auch Spielewünsche habt, egal ob 8 oder 16-Bit, einfach in die Kommentare rein. Ich schreibe mir das alles immer schön auf und dann wird das alles so nach der Zeit immer etwas abgearbeitet. Aber ich würde sagen, wir haben hier zwei Sachen, einmal Mission und einmal Drive. Ich würde sagen, wir machen einmal Mission. Und gucken wir mal, was wir haben. Auf jeden Fall versprechen wir jetzt hier Action pur. Wollen wir mal gucken. Hello Michael and Kit. Hi Devin. Good afternoon, Devin. Super, ne, Gedings, getrennt. Michael, I need you and Kit to help me. Ja, dafür sind wir ja da, ne? Bla 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 bla, okay. Also scheint auf jeden Fall eine sehr große Karte zu sein. Ich nehme an, fast das werden die ganzen verschiedenen Level sein, oder? Zuerst nach von Los Angeles nach San Fran. Wird San Francisco sein, nehme ich mal an. Ja, komm, Story brauchen wir nicht. So. Da haben wir Kit. Und das können wir im Zweifel upgraden. The PIV Bomb has enormous destructive power. Be careful. Okay. Die Steuerung ist irgendwie komisch. Aha! Wenn ihr dieses Bildschirm seht, was würdet ihr denken, wie ihr jetzt die verschiedenen Sachen auswählt? Genau. Klar, Steuerkreuz nach oben oder nach unten. Würde sie sich ja anbieten. Ratet mal, was der Fall ist. Man muss Select drücken. Dann gucken wir mal. Ja, Shield. Okay, ich habe zwei Leben und zwei Continuous. Ich habe es einfach mal Shield genommen, weil, keine Ahnung. Okay, ist ein Rennspiel anscheinend. Gucken wir mal. Okay, normal lenken. Hier kann... Oh, okay, rote Autos schießen. Ist das jetzt so color-gecodet? Rote Autos schießen und nicht? Ich werde langsamer. Mal gucken, wo ich Gas gebe. Okay, B ist springen. Der berühmte Kit-Sprung. Und A ist schießen. Oh, nee, ne? Oh, wenn ich nach oben drücke, gibt's Gas. Das ist bei jedem Rennspiel schon bescheuert. Okay, also die roten Autos scheinen böse zu sein, warum auch immer. Ja, okay. Also, aber an sich ist es so ein typisches 8-Bit-Rennspiel, ne? Also ein bisschen Autobahn-mäßig. Also von der Aufmachung her. Also da sind ja viele 8-Bit-Rennspiele ungefähr gleich. Das ist ein gelbes Auto, das schießt auch. Okay, also rot und gelb sind böse. Boah, das nervt, dass man mit nach vorne Gas gibt und natürlich nach hinten auf dem Steuerkreuz. Logischerweise bremst man denn ab. Aber das hat jetzt nicht viel mit... Okay, so ein bisschen natürlich schon mit Knight Rider zu tun. Klar, weil man fährt halt. Aber ich weiß nicht, muss ich die Autos jetzt abschießen? Okay, da hätte ich jetzt vielleicht den Text lesen sollen. Aber im Zweifel muss ich wahrscheinlich nur zum Schluss ankommen, oder? Hoffe ich zumindest. Ja, Steuerung ist eigentlich das, was ihr von so einem Spiel erwartet, sage ich mal. Also wenn ihr schon so ein 8-Bit-Rennspiel mit dieser Perspektive und Optik, sage ich mal, gespielt habt, dann wisst ihr auch, wie sich das steuert. Also das ist bis halt drauf, dass nach vorne das Gas geben ist, was das Ganze etwas... Sheetgun. Ah! Oh! So schlecht habe ich mich doch gar nicht angestellt, oder? Oder was meint ihr? Jetzt fängt das wieder von vorne an. Okay. Lesen wir mal jetzt, was wir jetzt machen müssen. Das war vielleicht ein Fehler, den ich gerade gemacht habe. Ob ich jetzt den roten Wagen und den Schüssen jetzt einfach ausweichen muss oder die jetzt zerstören muss. Okay. Bla bla bla. Michael, please listen to me. A terrorist group has attacked a US Army Weapons Center. Also, Terroristen haben ein US-Armee-Waffen-Center
überfallen und halt Waffen geklaut. Ja, keine Ahnung. Was mache ich denn jetzt? Missile gibt es auch. Aber ich würde sagen, ich mache nochmal Schild. Weil wenn das jetzt quasi mit abgegradeten Schild ich so schnell weg war, dann ist das, glaube ich, nicht so verkehrt zu haben auf jeden Fall. Mich würde es mal interessieren, ob da jetzt die weiteren Level... Wo hat er mich denn getroffen? Aber ich würde es mal interessieren, ob die weiteren Level jetzt auch... ob das jetzt alles hier das Autofahren ist oder ob es da quasi auch so... da mal so Action-Plattformer-Level gibt. Was würde sich anbieten, weil... Kit hat natürlich in der Serie immer eine große Rolle gespielt, aber der Michael, der war ja natürlich auch immer so unterwegs, ne, und hat die Fieslinge gecatcht. Boah, diesen Schüssen auszuweichen, das ist gar nicht so einfach. Hier diesen Autos, das ist nicht das Problem, ne, aber den Schüssen. Hier, was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Ah. Wenn ich auf Select drücke, dann kann ich durch die verschiedenen Waffen durchschießen. Okay, ich habe aber keine Munition, weder Raketen noch Laser anscheinend. Ich hätte gedacht, ehrlich gesagt, dass das hier Laser ist. Das sieht so ein bisschen lasermäßig auf jeden Fall aus. Ja, komm. Ach, okay, die gelben sind wahrscheinlich hier Lebensdinger. Boah, ist das kacke. Also gut, es ist... Ich weiß, das sage ich in letzter Zeit öfter. Es ist das schlechteste Spiel, was ich hier gespielt habe. Aber so richtig groß Gedanken gemacht wurde sie hier auf jeden Fall nicht... Boah, mir tut mein Daumen weh, sage ich euch. Hier ein Steuerkreuz, den wir ständig nach links und rechts lenken, weil ihr halt immer nach oben drücken müsst, zum Gas geben. Da tut mir einfach der Daumen jetzt schon weh. Und ich bin jetzt schon wieder kaputt. Soll ich, muss ich jetzt irgendwie öfter springen? Ich werde jetzt mal versuchen, öfter mal zu springen. Aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz... Oh, dass man hier Select drücken muss. Warum kann man das nicht intuitiv gestalten? Ich weiß, es sind die 80er. Da waren so Konventionen noch nicht so verbreitet, dass, sagen wir mal, jedes Rennspiel macht das mit Selektieren so und so, was wie es heute ist. Weil, ob du heute zum Beispiel einen Ego-Shooter spielst, sie haben alle, zumindest auf Computer, WASD-Steuerung und so weiter. Prima. Ist auch gut, dass es da so einen Standard gibt. Aber in den 80er Jahren war das natürlich noch nicht so. So, aber... Wer hat da sich jetzt gedacht, jo, Select drücken macht mehr Spaß, anstatt das einfach direkter zu machen. Okay. So, letzter Versuch, würde ich sagen. Wir gucken jetzt einfach mal. Es ist auf jeden Fall nicht gerade einfach. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich diesen Schüssen ausweichen soll. Okay. Da bin ich jetzt, glaube ich, ausgewichen, ne? Gucken wir mal... Hui! Ah! Jetzt bin ich auf den LKW gelandet. Ich glaube, ich mache mich jetzt gerade besser, oder? Ich achte so ein bisschen mehr drauf. Immer so ein bisschen hin und her zu wackeln. In der Hoffnung, dass mich so der Schiss nicht trifft. Zwei Treffer, ey. Scheiße! Ja, da war halt ein blaues Auto. Da konnte ich nichts anderes machen. Ne? Gute Ausreden hat er. So. Da kriege ich jetzt Time. Okay. Lebensenergie wäre mir ehrlich gesagt lieber gewesen. Aber hey, man kann nicht alles haben, ne? Dann gucken wir mal. Piu! Hä? Bin doch über den drüber gesprungen. Also, so vom Timing her hätte es doch eigentlich stimmen müssen, oder nicht? Hm. Seltsam. Höchst seltsam. Okay, da haben wir hier noch ein Upgrade-Auto. Zack, was haben wir hier? Lebens... Ich hoffe, dass L Lebensenergie ist. Oder ist das... Ah, nee, das war Lasergun. Schaut mal rum. Ah, Laser, 20. Piu! Piu! Oh! Okay, da reichen zwei Schüsse. Ich hab's doch vorsichtig gemacht! Was soll ich denn jetzt noch machen? Klar, zum Schluss habe ich ein paar Treffer eingesammelt, aber... Wie frustig ist das? Wie bescheuert ist das? Also wie gesagt, technisch ist es ganz okay für die Zeit. Okay. Musik ist okay, was ich jetzt so gehört habe. Aber echt lieblose Lizenzversoftung. Da hat sich keiner Gedanken gemacht. Ich sage nur Menü und so weiter. Wie gesagt, schlechtere Spiele habe ich schon gespielt in der Serie, aber das war schon relativ
Cash-in, so ein typisches, würde ich sagen. Aber trotzdem, danke für euren Wunsch und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!